Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim. So, dann wollen wir mal weitermachen. Ich bin mal kurz rüber zu Mäuslein gegangen, habe jetzt hier mal kurz ein bisschen Feuerholz reingeschmissen und mir ein neues Essen geholt. Habe auch noch gesehen, dass sie in der Kiste noch Sachen hat, die wir für drüben brauchen. Bezüglich die nach drüben rüber gehören. Dementsprechend, ja, einmal kurz nochmal ein bisschen Essen geschnappt. Sie hat ja artig für uns hier schon ordentlich was vorbereitet. Das heißt, wir können immer eine Weile essen und trinken. Ne, trinken ist es ja nicht. Ich will immer essen und trinken sagen. Das ist so Survival Game, Essen und ja und so. Aber mit dem Trinken, das kommt ja noch. So. Dann wollen wir mal weitermachen hier mit unserem Schandtat von Gebautem. So. Ich werde jetzt hier mal kurz ein bisschen was in die Wagen reinpacken. So, einmal Stapel platzieren. Das heißt, du bist jetzt erstmal mein Holzlieferant hier. Lieferando. Den Rest werde ich jetzt hier mal ein bisschen beiseite packen. Das heißt, das sortieren wir jetzt einmal ein. Und wieso habe ich einen Ast in der Wohnung? Der Ast ist ja mal gut gespawnt. So, Edelholz. Den haben wir hier, Kernholz. Das packen wir jetzt mal weg. So, was haben wir hier? Trophäen, Trophäen, Trophäen. Federn haben wir. Wir haben hier aber auch Lederreste. Wir haben hier noch Hirschfell. Wir haben hier noch Trollleder, Würfel, Harz. Gut. Blind und so haben wir auch noch hier. Ein paar normale Steine. Und habe ich hier noch irgendwo Samen schon eingepackt? Ich glaube, ich habe hier gar keine Samen drin, ne? Würfel, Trollleder, nee. Geld. Gut, ich habe hier noch gar keine Samen, ne? Weil die Samen eigentlich immer drüben zum Mausi rüberkommen. Packe ich sie erstmal jetzt in eine namenlose Kiste. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wie gesagt, ja, Flawless bauen, einfach mal so. Das haut nicht gerade so hin, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal ordentlich was wegräumen. Was hier jetzt sowieso mal weg muss. Und wir werden jetzt, da ich den anderen Spawnpunkt gesetzt habe, so langsam jetzt das hier oben auch alles mal ein bisschen abreißen und einreißen. Das heißt, das Bett kommt schon mal weg. Genauso wie das Mausibett. Dann räumen wir hier einmal kurz ein bisschen ab. Und dann machen wir es erstmal so, weil sonst kann ich halt auch nicht so richtig bauen. Das heißt, hier ist jetzt auch kein Schlafen erstmal möglich. Gut, Mausi wohnt nicht so weit weg. Jetzt schon gesagt, ich darf da schlafen. Also passt das. Aber ja, jetzt reißen wir hier halt quasi eins nach dem anderen immer weiter ab. Kochen können wir ja bei ihr drüben auch. Also ist alles kein Problem. Jetzt muss ich nur gucken, in welcher Truhe jetzt noch irgendwo was drin war. Hier ist alles schon leer, leer, leer. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel Fackeln drin. Gut, das heißt, die Seite könnte ich schon mal komplett einreißen. Mal halt nur aufpassen, wo noch was drin ist. Altes Equip und ähnliches. Aber das muss ja jetzt so langsam mal weg. Weil es stört. Es soll ja hier nachher was anderes werden. Und jetzt ist schon mein Hammer kaputt. Ne, nicht so weiter wild. So, dann heißt das auch, dass wir hinten in die Schmiede jetzt auch schon mal die anderen Ersatzteile und so weiter reinpacken. So, jetzt habe ich hier nochmal Samen. Ich kann ja nochmal ranschreiben an die eine Kiste Samen. So. Damit ich eben weiß, was da drin ist. Gut. Dann müssten wir gleich jetzt nochmal gucken, aber jetzt muss ich erstmal reparieren. Erst einmal reparieren. So, Werkbank, zack. Hammer wieder ganz. Und jetzt wird das hier immer nach und nach weiter abgebaut. Und aufgehoben.
So, hier ist auch schon alles soweit leer. Ich kann ja schon mal die Truhen wegmachen, die leer sind. Das sind jetzt nicht allzu viele und eigentlich könnten wir es auch von oben reinkrachen lassen, ne? So, ich weiß, dass auf der Seite keine Truhe ist, die noch irgendwas braucht. Aber für sich können wir es ja zusammenkrachen lassen mal. Dürfte doch eigentlich relativ gut von der Optik her passen. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen Holz mit. Jetzt nehme ich hier schon mal alles raus. Hier nehme ich alles raus. Hier nehme ich alles raus. Ah, und hier geht jetzt schon zur Neige. Gut, dann bauen wir drüben nochmal ein paar... Obwohl, ich kann es ja erstmal zur Kohle und so weiter packen. Das dürfte auch erstmal hinhauen. Also hier haben wir ja zum Beispiel unsere ganzen Schmelzsachen. Das heißt, ich packe jetzt hier mal das alles erstmal sozusagen in so eine Kiste. Oben machen wir uns das dann hübsch. Das ist ja an und für sich das ganze Material, was wir jetzt als Reserve benutzen. Klamotten und Co. Ob ich das nachher nochmal wieder in die Taverne einsetze, weiß ich nicht. Oder ob es jetzt nachher Endeffekt in der Schmiede verbleibt. Aber auch da müssen wir nochmal gucken. So, jetzt können wir nochmal gucken hier. Hier war auch alles soweit leer. Ja. Okay, hier ist noch was drinne. Hier ist... Oh, ja, stimmt. Der ganze Met und so. Ja, da ist ein bisschen mehr drin. So, aber hier ist jetzt nichts weiter mehr drin. Gut, dann nochmal jetzt nach oben. Alles soweit leer. Hier ist noch was drin. Ach, alte Bögen. Ja gut, wird erstmal umtransportiert. Gifttränke und ähnliches. Ja, will ich eigentlich jetzt nicht in der Schmiede haben. Das gehört eigentlich nachher schön... Dann packen wir hier oben auch noch mal ein bisschen was rein. Also Ausdauertränke und Gifttränke. Das wäre schon cool, wenn das dann halt in der Taverne dann zu finden ist. Gehört ja eigentlich mit dazu. No? Gut. Hier erstmal mal ein bisschen hin und her laufen. So, hier ist auch noch ein bisschen was drin. Da haben wir jetzt leer. Da haben wir noch... Oh, Feuerpfeile ohne Ende. Und Feuerpfeile. Und noch ein Bogen. Ja, ist ein bisschen viel. Aber na gut. Transportieren wir jetzt erstmal kurz rüber in die Schmiede. In der Schmiede wird sich jetzt nicht so viel verändern. Jetzt sofort. Gucken wir, dass wir das da irgendwie nochmal mit erstmal mit reingequetscht kriegen, das ganze Zeug hier. Alte Spitzhacken, alte Knüppel und alles. Die würde ich denn schon gerne irgendwie... Ich bin dann sogar am Überlegen. Erst wollte ich es ja für die Schmiede machen. Aber dann machen wir das eher so nachher in der Taverne. So alte Waffen oder ähnliches. Die uns gute Dienste geleistet haben. Weil irgendwann werden uns die Waffen nachher auch keine Dienste mehr leisten. Weil man dann ja immer bessere Waffen und noch bessere und noch bessere... sich zusammenstellt. Das heißt, irgendwann geht man ja dann, was weiß ich nicht, also spätestens, wenn es dann heißt Stahl, dann geht man davon ein. So, jetzt machen wir mal, jetzt wollen wir mal gucken hier. Ich werde jetzt hier schönartig die Bodenstruktur mal zerruppen lassen. Wobei, hier war noch was drinne. Mal gucken, wie das gleich hier alles noch hält. Mal sehen, was mir oben jetzt alles gleich zerlegt wird. Oh, da kommt Feuer zum Vorschein. So. Na gut, die Werkbank sollte ich vielleicht nochmal gleich ein bisschen umstellen. Das hält noch. Oha. Stabil gebaut. Stabil gebaut. Na, es fällt schon oben langsam mal wieder zusammen.
Aber für sich ist es jetzt größtenteils fliegend. Das dürfte eigentlich alles gar nicht halten. So, jetzt wird mir der Rauch sogar noch ins Gesicht geweht hier. Das gute Banner. Es fällt alles zusammen. Aber immer noch nicht ganz. Irgendwo hält er sich noch. Und ich weiß nicht wo. Stimmt, hier hinten. Ja, es dauert halt ein bisschen. Bis es alles weiter zusammensammelt. Na gut, ich kann ja schon mal ein bisschen was wegbringen. So, einmal hier, einmal Stapel platzieren, dann bringen wir nochmal die Pfeile weg. Raussortieren können wir sie ja später dann immer noch. Na gut, hier ist auch schon alles voll. So, das kommt nochmal hier rein. Speer und so ein Käse. Und da fällt immer mehr zusammen. So, kriegen wir hier schon mal ordentlich Holz wieder zusammen. Das hört sich an hier. Zum Glück fallen mir die Dinger nicht auf den Kopf und ich sterbe dann da dran. Aber ich finde die Physik schon ganz cool. So, jetzt können wir hier nochmal Holz reinschmeißen ins Lager. Wir haben jetzt nochmal sowas wie Kohle. Banner und so weiter gibt es dann später auch nochmal. Dann kann ich hier schon mal weiter den Boden abreißen. Stühle und alles schon mal rausnehmen. Der Boden wird sich ja nicht in Rauch auflösen. Frage ich mich immer noch, wie das Ganze halten kann hier. Schon irgendwie interessant. Eigentlich dürfte sich das hier gar nicht irgendwie halten. Aber es bricht ja schon immer weiter auseinander. So. Ah, das gibt schon mal ein bisschen Holz. So. Ja, aber es dauert relativ lange, ne? Also mit Ausdauer und so sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller. Ah, schauen wir mal. Zack. Einmal Stapel platzieren. Hier ist jetzt schon voll. Dann hauen wir das jetzt hier auch nochmal rein. Soll da ja jetzt nicht rumliegen. Oh, vielleicht kann ich den ja auch ein bisschen besser planen hier, wenn jetzt hier ein bisschen mehr Platz ist. Irgendwie will das fliegende Ding hier nicht zusammenbrechen irgendwie. Och, Ewigkeiten. Na gut, ich habe ja auch viele Balken und so weiter dazwischen gehauen. Klar. Helfe ich nochmal selber ein bisschen mit hier. Damit das hier mal vorankommt. Jetzt können wir hier mal kurz eine Herstellungsding hier erstmal reinstellen. Damit ich auch die hier rausnehmen kann. Und auf derselben Seite machen wir hier stehe ich auch nochmal ein erstmal in die Ecke. Für ein bisschen mehr Platz. Das schöne Haus. Oh, da bricht alles zusammen. Das war mal ein schönes Haus.
Aber es soll hübscher werden. Durch was? Du schwebst doch hier eigentlich förmlich. Frag ich mich jetzt mal so. Hier schwebt doch alles förmlich. So, Kessel und Co. lassen wir mal stehen. Holz ist jetzt auch genug mit angekommen. Jetzt schmeißen wir noch mal alle drüben rein. Ich könnte hier aber mal, damit das hier wenigstens ein bisschen angenehmer ist zu laufen. Wo ist es? Da. So, und dann machen wir hier den Gammelbalken weg. Ah, schon viel besser. Auch wenn das jetzt nur so eine Stufe ist und die dann halt auch immer ein bisschen kaputt geht, genauso wie hier drüben. Aber es fühlt sich halt angenehmer an, darüber zu laufen. So, hier jetzt nochmal alles rein. Jetzt holen wir uns nochmal einmal Holz hier und dann können wir schon mal weitermachen. Boden verlegen und alles. Das wird ja langsam. Wird ja langsam. So. Mein Sitzstuhl. So, nochmal ein bisschen nachgeholfen hier. Ich frage mich jetzt aber echt, wo er hier, sich hier die Stabilität herholt. Das sieht doch aus wie ein Fehler in der Matrix. Eigentlich dürfte er hier gar nicht stabil mehr sein und so. Es sei denn, er nimmt wirklich die Dinger und hält dadurch auch noch die Stabilität. Oder verrechnet jedes Mal neu, das kann natürlich auch sein. Also einige Sachen ploppen halt instant zusammen. Andere rum wiederum nicht. Gut, aber jetzt können wir hier erstmal weiter Boden einhauen. Und diesbezüglich natürlich ja auch nochmal ein bisschen die Seiten ansetzen. Damit das hier auch besser passt. So, dann wollen wir mal gucken hier. Können wir nämlich hier auch schon mal die Treppe reinmachen und alles. Weil dadurch kriege ich ja dann auch ein bisschen mehr Stabilität nach oben. Mit Aufgang und allem. Es zählt nur die Frage, wie weit mache ich jetzt halt das Loch. Halt auch nochmal so eine Sache. Klar, ich könnte es jetzt halt bis hinten durchziehen. Aber ich bin auch im Überlegen, da dann einfach einen Durchgang zu setzen. Aber ich setze jetzt erstmal so weit nach hinten, wie weit wir nach hinten gehen können. Und dann vielleicht noch so einen Mittelweg, dass man so zwischenlaufen kann. So. Meine nächste Sache ist auch die, höchstwahrscheinlich, weil ich jetzt hier schwebende Plattformen baue, ist mir nämlich auch aufgefallen. Könnte das natürlich sein, die kriegen jetzt halt nicht mehr so viel vom Boden ab. Bedeutet quasi, klar, es ist so angenehmer zu bauen, auf jeden Fall. Aber man sehe ja hier zum Beispiel, einige sind dann mal zwischendrin ein bisschen gelblich, weil sie halt noch nicht mit dem anderen Rest verbunden sind. Heißt, da haben wir ja schon mal wieder ein Problemchen, was wir nochmal ändern müssten. Aber ich sag mal so, ist ja nicht so weiter wild. So, jetzt kann ich hier erstmal nicht weiterziehen und jetzt nebelt das hier auch noch alles. Das ist aber nicht so cool. So, komm, jetzt mache ich hier mal kurz. Handwerkstation fehlt. Dafür brauchte ich die Schmiede hier in der Nähe, ne? Eine Billo-Schmiede reichte ja. Kohle, ach, Kupferbahn. Um die auch einzureißen, fehlt die ja auch.
Ja, müssen wir hier nachher nochmal mit einer Schmiede arbeiten. Muss ich hier nachher nochmal mit einer Schmiede arbeiten. Ich mich immer noch frage, wie das da oben nicht zusammenbricht. Ja, jetzt. So langsam, so langsam. So. Was mich auch schon eine ganze Weile wundert, dass der Wald noch nicht gebebt hat und gesagt hat, ey, du, möchtest du nicht und so. Bisschen Ärger kriegen hier. Dass das noch nicht passiert ist, das wundert mich so ein bisschen. Ach, dann geht das einfach aus so automatisch kaputt. Okay, gut. Ich brauchte nur das Feuer zerstören. Wenn hier aber das Feuer wieder reinsetzen, wenn ich das soweit auch aufsammle. Verdammt, jetzt ist ja gerade Nacht geworden. Ist ja schweinedust hier. Siehst die Hand vor Augen nicht. Das Problem ist jetzt, um die Nacht abzuschalten, muss ich jetzt hier einmal durch den Nebelwald gehen. Ich meine, durch den zu viel Wald ist es hier ordentlich neblig geworden. Weil wir da jetzt so hinten relativ viel Wald angepflanzt haben. Könnte natürlich sein, dass das jetzt irgendwie damit zu tun hat. Wäre jetzt natürlich cool, wenn man das dann so kontrollieren kann. Da muss man aber trotzdem gucken, wenn man es jetzt halt nicht so in seiner Basis nebelig haben will, dass man dann halt auch die Bäume weit genug wegpackt. Das wäre nämlich auch nochmal so ein Ding. So, aber jetzt erstmal geschlafen. Auch nur hier kriegen wir jetzt unseren Ausdauerbonus. Naja, gut. Nicht so schlimm. Tag 140. Und jetzt ist es auch nicht mehr so neblig. Das sieht von hier hinten sehr gefährlich aus. Das Gebäude. Das sieht schon sehr gefährlich aus. So, wir können hier gleich nochmal ein bisschen mehr abreißen. Hier bis hier vorne und dann fehlt schon die Station. So, auch das mit den Kahn, das muss hier alles nochmal weg. Das müssen wir alles anders einplanen. Brauche halt den Platz. Das überlebt halt immer noch. Oh, da darfst du keinem erzählen hier. Ich frage mich aber halt nur, woher. Ne? Es fliegt eigentlich. Die einzigen beiden, die jetzt Bodenkontakt haben, sind diese beiden Fässer. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass die Fässer schuld sind, dass das hier immer noch hält. So, jetzt reiße ich euch mal. Ach, jetzt ist mir sogar schon der Hammer wieder kaputt gegangen. Moment, hier ist doch eine. Können wir noch mal machen. So. So, es ist fliegend. Es müsste sich zusammenreißen jetzt hier. Ja, jetzt passt das. Das ist noch nicht so ganz ausgereift. Mit dem Abriss. Also zum Abrissexperten werde ich nicht degradiert. Definitiv so nicht. So, wir können jetzt hier schon mal mehr bauen. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mal die Wände weiter reinzimmern. Die wir sowieso einmal hier hoch brauchen. So. Mal wir mir nochmal überlegen. Jetzt brauchen wir ja eine Schmiede hier. Ich kurz nur drüben von der Schmiede dann mal kurz die Schmiede abhol.
damit ich die Fässer da jetzt erstmal rauskriege. Schwierig, schwierig, schwierig. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir sind auf dem Ding hier. Und dann war das 2 groß. Das heißt so. Ja, halt. Ich hätte ja gleich Treppe machen können. Wir hätten noch gleich die Treppe machen können. Weiß, du könntest wieder mal was zu essen vertragen. Du bist so ein kleiner Nimmersatt. So. So, erstmal rüberziehen. Jetzt machen wir hier... das Ganze mal hier rüber. Hätte ich denn noch unten Balken reingesetzt? Nee, ne? Würde es sich nicht sogar noch mal ein bisschen besser aussehen mit Balken? Doch, würde es. Würde das Geländer authentischer machen. So, dann können wir hier einmal einen rein, da einmal einen rein. So, das Kernholz, das mache ich hier jetzt nochmal weg. Das. Mal gucken, wie weit wir jetzt von unten kommen. Ob wir das dann irgendwie. Ich muss da sehr dolle improvisieren. Anders kriege ich es eh nicht hin. Aber ich muss da sehr dolle improvisieren. So. Jetzt kriegst du schon mal dein Treppengeländer. Denn ne, schräge drauf. Okay, so, jetzt machen wir hier mal noch so eine schöne Kante rein. Jetzt kommt hier überall nochmal so ein kleiner Penikel drauf. Und hier auch nochmal hin. So. Den Balken, den könnte ich da drüben ja auch nochmal reinsetzen. Wenn ich das nicht vergesse. Dann holen wir uns jetzt hier mit den 2 Metern dann hier. Ungefähr so. Ja. Schon mal die Stabilität so ein bisschen raus. So, jetzt müsste ich mal gucken. Ich habe ja jetzt noch ein bisschen Kernholz. Das kann ich ja schon mal draußen ansetzen. Okay, jetzt fehlt das Kernholz. Bisschen... ein Stack kann ich mitnehmen. Stack kann ich mitnehmen. Oh, ich sehe es kommen. Das werde ich nach einer Woche das Folgen noch nicht mal ganz fertig kriegen hier. Das ist eher so ein Ding, das wird schwierig. Und ich muss mich ja auch nochmal mit den neuen Lager hier so ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ist zwar alles noch da, aber ab und zu rutschen, haben wir auch im alten Lager immer 1, 2 Items die Plätze verrutscht und so. Und wie kann das fliegen? Ah, jetzt. So, dann nehmen wir uns hier einfach mal das Holz mit. Dann machen wir jetzt hier weiter. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt noch mal ein bisschen was ins Dach investieren. Das reicht halt gerade nicht vom Ausdauer her. So, erstmal gucken, wie hoch wir damit jetzt kommen. Ja, aber
4 scheinen wir damit noch zu schaffen. Hoppala. Ohne Probleme. Gut. Oder auch nicht. Jetzt war ich gerade am Überlegen. Das ist immer erstmal 3. Ja, 3 mehr schafft das nicht. 3 sollte aber hinhauen. Ohne irgendetwas zu stabilisieren. 3 dürfte dieses Kernholz doch hinkriegen. So. Na, da räumt das nächste ab. So. Na gut, da hinten fehlt noch der letzte. Das heißt, wir machen erstmal nur das Dach bis hierhin. So, 3 schafft er auf jeden Fall. Ohne Probleme. So, jetzt habe ich Zinn gerade eingesammelt, ne? Ja. So, meine Idee war jetzt wie folgt. Wir können ja jetzt quasi hier und ich weiß nicht, ob die 3 schaffen oder ob die nur 2 schaffen, ne? Also, es fehlt sowieso gerade Kernholz. Na denn. Nehmen wir uns hier nochmal normales Holz mit. Kernholz ist nicht dabei. Ich brauche das Kernholz nur zur Stabilität. Das Zinn und den Stein mal weg. Aber hier ist auch kein Kernholz mehr drin. Ist halt nicht so wie hier, wo ich das halt nur zur Deko benutzt habe. Sondern hier ist es ja jetzt überlebensnotwendig. So, und da kommt mir der nächste so ein bisschen in die Quere. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Der sitzt gar nicht richtig drauf. Will ich jetzt gerade nicht aufheben. Jetzt sitzt er richtig drauf. Aber wenn ich das jetzt von oben verbinde, dann ist das halt so schief. Was er hier von unten nicht hat. Das ärgert mich jedes Mal so ein bisschen. Aber von unten ist das halt dann immer so ein bisschen eine andere Sache. So, und der reicht nicht, weil es sind 3 Meter bis dato, die ich dann brauche. Sind beide eisig rot. Das hilft nicht zur Stabilisation. Müsste ich denn jetzt nur mal so als Beispiel... euch ein Bodending machen oder wie? Aber der reicht, geht halt nicht so richtig in den Boden hinein. So, aber damit ihr vielleicht ein bisschen mehr Kontakt habt, muss ich sowas mit einplanen. Ja. Das heißt, es liegt an meiner neu entdeckten Bauart. So wie ich es mir schon vermutet hatte. Ich finde es so halt angenehmer, weil so hat man das dann alles wunderschön auf einer Ebene. Das Problem ist, es wird halt von der Seite gehalten. Das heißt, ich muss dann halt auch gucken, dass die dann von der Seite mehr einkriegen. Das heißt, ich würde hier auch mehr Stabilität hinkriegen, wenn ich hier jetzt einfach nur... ne? Die jetzt damit verbinde. Ja, guck mal, ist von Rot auf Orange.
Ist von Rot auf Orange. Jetzt habe ich mir sogar überlegt, einfach hier von der Mitte, na, hier Balken reinmachen. Dann brauche ich eigentlich diese Balken hier zum Beispiel gar nicht. Ah, das ist so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wie ich das so richtig machen will, ne? Es hat schon so seinen Flair, man kann sich schon ein bisschen vorstellen. Das Dach reißt mir aber jedes Mal alles raus. Ich hasse Dächer zu bauen. Ah! Dächer sind doof. Wer Dächer erfunden hat, gehört erschossen. Wir wollen nur noch Böden haben. Nein, um Gottes Willen, Dächer sind lebensnotwendig, aber trotzdem, ich krieg das einfach immer nicht hin. Die Dächer so zu machen, wie ich das haben möchte. Ja, aber der bleibt halt auch rot, ne? Somit gibt er mir keine Stabilität. Das ist so das, was mich gerade so ein bisschen ärgert, was mich auch so ein bisschen piesackt. Weil ich einfach zu hoch bin. Und ich hätte das gerne alles schon so im Holz noch haben, wenn wir, was weiß ich nicht, irgendwelche anderen Bau-Items kriegen. Dann will ich das hier ja trotzdem laufend haben. So, und so bin ich jetzt genau 1 Meter drüber. So, aber selbst dann, wenn ich jetzt den 1 Meter drüber gehe, von der Optik her ändert sich da nichts. Es sieht sogar noch Mist aus, weil da halt irgendwas übersteht. So, nehme ich jetzt wieder den kleinen People. Klar, fällt nicht so auf. Es ist ja halt nur 1 Meter, ne? Aber trotzdem. Verstehe ich jetzt nicht. Warum ist der jetzt orange? Weil er nicht so hoch ist oder was? So, ab und zu. Das will mir mal manchmal hier nicht so ganz so hundertprozentig verständlich werden. Ja klar, es funktioniert so. Aber ich möchte dahinter das auch verstehen. Warum? Wieso? Weshalb? Jedes kleinste Detail will ich erfahren. Jetzt hält das besser. Warum hält das wieder mit diesen... Deswegen hält das auf der anderen Seite auch besser, weil da die kleinen Püppels drinne sind. Das liegt... Ich gehe mal davon aus, es wird einfach berechnet mit der Höhe. Anders kann ich mir das nämlich nicht vorstellen. Es kann nur an der Höhe liegen. Egal, was ich da jetzt mache und wende. Ja gut, aber... Dann würde ich sagen, gut, ich werde jetzt nochmal mir nochmal was überlegen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.